Ich begrüße euch zur heutigen Folge Missing 411 und Tiere. Einige von euch werden sich jetzt vielleicht fragen, warum das Tiere in Anführungszeichen gesetzt ist. Und um das gleich vorwegzunehmen, es geht hier nicht um Tiere, die auf mysteriöse Art und Weise verschwunden sind. Es geht stattdessen um Fälle, bei denen Menschen verschwunden sind und Tiere bei diesem Verschwinden eine sehr gewichtige Rolle gespielt haben sollen. Tiere, dabei in Anführungszeichen, weil diese Lebewesen ein Verhalten gezeigt haben sollen, das irgendwie so gar nicht zu ihnen passt. Es gibt daher einige Menschen, die behaupten, dass David Poleides diese Fälle darstellt, weil er hinter dem mysteriösen Verschwinden von Menschen ein unbekanntes Lebewesen vermutet. Angeblich würde Poleides dabei auch an ein ganz bestimmtes Wesen denken. In den Augen mancher Menschen müsste man sich nur anschauen, zu welchen Themen Poleides publiziert hatte, bevor er sich mit Missing 411 beschäftigte. Er hat nämlich auch zwei Bücher geschrieben über das Thema, ihr ahnt es bereits, Bigfoot. Ja, und wenn jemand über Bigfoot schreibt und anschließend mysteriöse Vermisstenfälle darstellt, von denen manche ein unbekanntes Lebewesen zu enthalten scheinen, dann ist das für manche Grund genug zu glauben, dass Poleides eben Bigfoot als den Entführer von Menschen ausmacht. Wer von euch jetzt schon das ein oder andere Video von mir gesehen hat, der wird auch wissen, dass Bigfoot so ein Thema ist, für das ich mich persönlich sehr interessiere. Also ich würde sagen, es ist mein Lieblingsthema. Mein persönliches Steckenpferd. Genau deswegen habe ich mir gedacht, schaue ich mir diese mögliche Verbindung zwischen 411 und Kryptiden oder genauer Bigfoot mal etwas genauer an. Ich kann euch an dieser Stelle aber auch schon Folgendes verraten. Ich habe mir alle Bücher von Poleides nochmal durchgelesen. Ich habe mir auch alle Fälle rausgeschrieben, in denen Tiere oder Tiere in Anführungszeichen eine wichtige Rolle einnehmen. Und das sind nicht mal ein Dutzend Stück. Den ein oder anderen Fall habe ich auch schon in den Fallsammlungen 1 bis 3 vorgestellt. Zum Beispiel, wenn ein Kind von einem Wolf entführt sein soll oder wenn es unterwegs ein paar schlafende Bären gesehen haben will. Abgesehen von diesen habe ich jetzt noch 8 weitere Fälle, die ich darstellen möchte. Und ganz wichtig dabei, ich habe diese Fälle nicht selektiert. Das sind wirklich alle Fälle, bei denen Tiere eine größere Rolle spielen. Wenn man sich jetzt mal vergegenwärtigt, dass die Anzahl der Fälle, die Poleides in seinen Büchern darstellt, mittlerweile, glaube ich, um die 1500 beträgt, dann wird man recht schnell merken, dass es eigentlich keinen Grund gibt zu glauben, dass Poleides Bigfoot hinter diesen Fällen vermutet. Denn dafür sind es einfach zu wenig. Es ist auch wichtig zu wissen, dass Poleides nicht in einem einzigen Interview behauptet hat, dass Bigfoot hinter einem Fall steckt. So explizit hat er das niemals gesagt. Es gibt aber mindestens einen Fall, in dem Poleides zumindest recht deutlich suggeriert, dass er einen Bigfoot involviert sieht. Auf diesen Fall werde ich hier auch eingehen. Wer glaubt, dass Poleides der Erste ist, der eine Verbindung zwischen vermissten Fällen und Bigfoot sieht, der irrt sich. Diese Verbindung ist nämlich eigentlich so alt wie das Thema Bigfoot selbst. In meinem Ergänzungsvideo zu dem Patterson-Gimlin-Film bin ich auch schon ein bisschen auf diese Verbindung eingegangen. Zum Beispiel gab bzw. gibt es im Norden Kaliforniens den indigenen Stamm der Pomo. Im Glaubenssystem der Pomo wird das Wesen, das wir heute Bigfoot nennen, als der Donner bezeichnet. Der Donner ist ein kannibalistisches Ungetüm, das Menschen raubte und dabei immer von einem Unwetter begleitet wurde. Ihr seht also, dieses Narrativ, dass Bigfoot insbesondere Frauen und Kinder stiehlt, ist etwas, das in so mancher nordamerikanischer Folklore zu finden ist. Aber, und das ist ein entscheidender Punkt, laut manchen Zeitungsberichten auch tatsächlich stattfand. Ich blende euch hier mal einen Artikel von 1973 ein. Darin wird beschrieben, wie ein sogenannter wilder Mann im Bundesstaat Georgia Frauen und Kinder aus Häusern gestohlen haben soll. Wilder Mann ist übrigens eine Bezeichnung, die sehr viel älter als das Wort Bigfoot ist und die auch eine recht interessante Implikation enthält. Nämlich, dass diese Wesen früher anders wahrgenommen wurden, als es heute in der Popkultur der Fall ist. Jedenfalls wird in diesem Zeitungsartikel ein Umstand genannt, der im Hinblick auf Missing 411 doch schon sehr bemerkenswert ist. Dieser wilde Mann würde nämlich immer auftauchen, bevor oder während es regnete. Gut, es ist aber jetzt auch so ein bisschen die Frage, wie man mit alten Zeitungsberichten umgehen soll. Für dieses Video und auch generell für das Thema Missing 411 ist das nämlich gar nicht so unwichtig.
Wenn man um 1870 einen Artikel schrieb, dann war das ein etwas anderer Kontext als heute. Wir haben ein globales Informationsnetzwerk. Und zumindest theoretisch lassen sich Behauptungen recht schnell mit ein paar Mausklicks überprüfen. Vor 150 Jahren war das aber nicht so. Bei einigen älteren vermissten Fällen gibt es manchmal nur ein oder zwei Zeitungsberichte. Und hin und wieder widersprechen sich diese auch gegenseitig. Heute können wir dann mitunter nur noch schwer sagen, was wirklich passierte oder was vielleicht nur Sensationsjournalismus war. Diesen Umstand der teilweise etwas ungenauen Faktenlage, den muss man auf jeden Fall mitbedenken, wenn man sich mit den älteren 411-Fällen beschäftigt. So viel dann als einführende Information und jetzt kommen wir zum ersten Fall. Dabei geht es um das Verschwinden des zweijährigen Roy Bilgrian. Das Ganze passierte am 21. Oktober 1910 und zwar in McMillan im Bundesstaat Wisconsin. An diesem Tag wurde Roy von seiner Mutter in den Garten gebracht. Er sollte da ein wenig spielen, während sie Hausarbeit verrichtete. Nach einigen Minuten wollte sie nach dem Jungen schauen. Sie konnte gerade noch sehen, wie ein großer Schwarzbär mit Roy in Richtung Wald lief. Daraufhin schrie die Mutter, was ihre fünfjährige Tochter mitbekam. Das Mädchen verfolgte den Bären für einige Zeit und schrie ebenfalls. Laut manchen Quellen war es aber die Mutter, die hinterherrannte. Jedenfalls gelangte der Bär irgendwann zu einem Stacheldrahtzaun. Er stand davor und ließ den kleinen Roy fallen. Danach bewegte er sich unter den Zaun durch und verschwand im Wald. Glücklicherweise hatte der Junge keine Verletzungen davongetragen. Bei diesem Fall gibt es eine Merkwürdigkeit. Während die ersten Zeitungsartikel noch von einem Bären sprachen, hieß es später in der Presse, Mrs. Bilgrian hätte ein dunkles Tier gesehen, das sie für einen Wolf hielt. Poleides findet diese Änderung des Vorfalls sehr merkwürdig. Offenbar war die Frau selber nicht sicher, was genau sie gesehen hatte. Sie verfolgte das Tier aber immerhin über eine Distanz von 3 Blocks. Deswegen hätte sie eigentlich klar erkennen müssen, was für ein Tier Roy wegtrug. Tatsächlich ist es so, dass die Zeitungsartikel sich teilweise gegenseitig widersprechen. In einigen steht, dass Roy von einem großen Schwarzbären weggetragen wurde. In anderen heißt es, es wäre ein Wolf, und zwar ein großer Timberwolf, also sogar noch detaillierter. In einigen Artikeln ist es die Mutter selber, die das Tier verfolgte. In anderen Berichten heißt es aber, dass die fünfjährige Schwester von Roy hinterherrannte. Sie hätte so lange geschrien, bis der Wolf das Kind fallen ließ und unter den Stacheldraht hindurchkroch. Roy selber war unverletzt, obwohl das Tier ihn im Maul trug. Allerdings soll seine Kleidung zerfetzt gewesen sein. Okay, das ist so ungefähr der Informationsstand zu diesem Fall. Ich selber finde es relativ schwierig, hier eine Einschätzung zu geben. Die Versionen, die existieren, die widersprechen sich einfach gegenseitig. Auf jeden Fall klingt diese Geschichte ziemlich ungewöhnlich. Und genau das war auch in den damaligen Zeitungsartikeln zu lesen. Nämlich, dass diese Geschichte zwar unglaublich klinge, aber dass sie von unabhängigen Einwohnern des Ortes bestätigt wurde. David Poleides äußert in seinem Buch auch eine eigene Meinung. Er sagt, dass er einen Bären für eher unwahrscheinlich hält. Diese würden im späten Oktober nämlich eigentlich Winterschlaf halten. Ich persönlich sehe aber auch keinen Grund, der jetzt zwingend gegen einen Wolf sprechen würde, sofern diese Geschichte wahr ist. Also zusammengefasst, für mich ist die Faktenlage hier einfach zu unklar, als dass ich einen Kryptiden involviert sehen würde. Und auch in den damaligen Zeitungsberichten war niemals von etwas anderem die Rede als von einem Bären oder einem Wolf. Okay, kommen wir zum zweiten Fall. Und der ist sicherlich einer der bekanntesten Fälle überhaupt, wenn es um das Thema Missing 411 und Kryptide geht. Es handelt sich um das Verschwinden der dreijährigen Katie Flynn. Passiert im Juni 1868 in Walhalla in Michigan. Katies Vater Henry Flynn besaß ein Holzlager im Wald. Seine Aufgabe war es, Pferde, die mit Holz beladen waren, zu einer Mühle zu treiben. Eines Tages war Henry mit seiner kleinen Tochter und den Pferden auf dem Weg zu dieser Mühle, die übrigens auf einem Hügel lag. Katie ritt dabei auf einem der Pferde. Nachdem sie angekommen waren, sprang das Mädchen hinab und rannte den Hügel auf einem benachbarten Pfad wieder hinunter.
Henry dachte, seine Tochter würde zurück nach Hause gehen. Er machte deswegen seine Arbeit einfach weiter. Die Mutter zu Hause dachte aber, Katie wäre mit ihrem Vater unterwegs. Als Henry dann abends von der Arbeit nach Hause kam, erfuhr er, dass Katie nicht da war. Er ging also zurück zur Mühle. Dort fand er nach einiger Zeit auch die Spuren von Katie. Aber nicht nur das, in der Nähe waren auch noch Spuren eines großen Schwarzbären. Diese beiden Spuren liefen aufeinander zu. Er suchte bis in die Nacht, aber er wurde nicht fündig. Am nächsten Tag kehrte er dann mit einigen Männern wieder zurück. Es war so gegen 16 Uhr nachmittags. Dann hörte die Gruppe einen Schrei aus dem Unterholz. Sie ging in die Richtung und bewegte sich dabei auf einen Fluss zu. Wieder hörten sie einen Schrei. Gerade als sie den Fluss erreicht hatten, sahen sie einen großen Schwarzbären, der ins Wasser sprang und auf der anderen Uferseite im Wald verschwand. Über dem Fluss lag ein Baumstamm, ähnlich wie eine Brücke. Darauf stand Katie. Das Mädchen wurde dann zurück zum Camp gebracht. Sie hatte zwar einige Kratzer im Gesicht und an den Händen, ansonsten war sie aber unverletzt. Ihr Vater fragte sie dann, wieso sie nicht vor dem Bären weggerannt wäre. Katie antwortete darauf: "Großer Hund kam und hat mich in seinen Armen weggetragen." Bemerkenswert ist noch, dass Katie ein Schuh fehlte. Sie behauptete, dass der Hund ihn aß. Im Laufe der Zeit wurde dieses Ereignis immer wieder von Zeitungen aufgegriffen. Es wurde so legendär, dass man auch Jahrzehnte später noch Berichte darüber lesen konnte. Einer davon erschien 1961. Leider konnte ich diesen Bericht nicht finden. Aber das ist einer von den zweien, auf die Paulides sich stützt. In seinem Buch zitiert Paulides einen Teil des Artikels. Das Geschehen rund um Katie Flynn wird darin so wiedergegeben. Als der Vater weg war, hatte Katie zunächst eine Weile im Sand gespielt. Dann kam ein großes schwarzes Ding und hatte mit ihr gespielt. Dann hat dieses Ding seine Pfote ausgestreckt und Katie hingehalten. Diese hätte danach gegriffen und dann wäre das Ding mit ihr weggelaufen. Kurz bevor es dunkel wurde, wäre es weggegangen. Nach einiger Zeit kam es wieder und hatte in der Pfote einige essbare Wintergrünbeeren. Der vermeintliche Bär hätte dann von diesen gegessen und Katie ebenfalls. Anschließend nahm der Bär einige Blätter und häufte sie zu einer Art Schlafstätte auf. In der Nacht wurde es kalt und der Bär hätte versucht, Katie mit seinem Körper zu wärmen. Ja, so steht das ganze Geschehen in dem Zeitungsartikel von 1961. Also knapp 100 Jahre, nachdem das Ganze passiert sein soll. In seinem Missing 411 Buch macht Paulides auch darauf aufmerksam, dass Katie laut ihrer Erzählung zunächst nicht wusste, was da vor ihr stand. Deswegen hätte sie es einfach als großes schwarzes Ding bezeichnet. Aber die Schilderung, dass der Bär ein Bett anfertigte und versuchte, das Kind zu wärmen, wäre laut Paulides ganz sicher kein Bärenverhalten. Er sagt auch, dass er zwar nicht wisse, von was Katie entführt wurde, aber er glaube nicht, dass es ein Bär gewesen wäre. Einige Zeitungen schrieben damals, dass Katie von einem Wolf gepackt worden wäre. Aber auch diese Version wäre nicht weniger merkwürdig. Ja, alles, was ich bisher zum Fall Katie Flynn gesagt habe, entspricht so etwa dem Informationsstand, den Paulides in seinem Buch dazu wiedergibt. Wie ich bereits gesagt hatte, wurde diese Geschichte im Laufe der Zeit zu einer Art Legende. Diese Legende wurde immer weiter erzählt. Und bei diesem Prozess entstanden dann verschiedene Versionen. Ich möchte jetzt noch den Inhalt von zwei Zeitungsberichten wiedergeben. Zwei Berichte, auf die Paulides für sein Buch offenbar nicht zurückgegriffen hat. Zunächst wäre da ein Artikel von 1951. Darin erzählt die Schwiegertochter eines damals anwesenden Suchers nochmal die Geschichte. Die Frau heißt Mrs. Dahn. Sie sagt, dass die Geschichte wahr wäre. Auch wenn viele Menschen bezweifeln, dass Katie Flynn wirklich von einem Bären entführt wurde. Sie sagt aber auch, dass im Laufe der Zeit einige Versionen in Umlauf gerieten, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hätten. Sie selber hätte die Geschichte hunderte Male aus erster Hand von ihrem Schwiegervater erzählt bekommen. Kürzlich erst hätte Mrs. Dahn ein Buch gelesen. Darin würde behauptet, dass der Bär wilde Wintergrünbeeren sammelte und dem Mädchen in seiner Pranke brachte. Diese Version hätte sie zuvor noch niemals gehört und das würde ihrer Meinung nach auch gar keinen Sinn ergeben. Jeder wüsste ja, dass ein Bär anatomisch gar nicht in der Lage wäre,
diese kleinen Früchte zu pflücken und in seiner Pranke zu tragen. Ja, und das ist erstmal eine ganz zentrale Aussage in diesem Fall. Dieser Artikel mit den Aussagen von Mrs. Dahn erschien 1951. Die Aussage, dass der Bär damals wilde Beeren pflückte und diese in seiner Pranke zu Katie trug, erschien in einem Buch namens Lumberjack and Riverman Stories vom Autoren W.E. Barrie. Wann genau dieses Buch erschien, weiß ich leider nicht und ich konnte auch keine weiteren Infos dazu finden. Fest steht aber, dass es 1951 oder früher erschienen sein musste. Denn das war ja das Jahr, in dem der Zeitungsartikel mit Mrs. Dahn erschien. Der Artikel, auf den Poleides sich beruft und in dem behauptet wird, dass Katie damals von dem Bären quasi gefüttert wurde, erschien 1961, also deutlich später. Es ist daher nicht auszuschließen, dass sich im Laufe der Zeit die Version quasi verselbstständigt haben und immer fantastischer wurden. Jedenfalls erzählt Mrs. Dahn dann auch nochmal, was nach ihrem Wissen damals mit Katie Flynn passierte. Als die Suche nach Katie bereits im Gang war, kamen zwei Männer hinzu. Die beiden waren eigentlich auf der Suche nach Land, das sie kaufen konnten. Sie hätten dann von der Suche mitbekommen und sich dieser angeschlossen. Irgendwann gingen sie entlang eines Flusses und hörten plötzlich die Stimme eines Kindes. Sie riefen dann Katies Namen und sagten, dass sie rauskommen solle. Das Mädchen sagte, dass der, Zitat, große Hund sie nicht gehen ließe. Die Männer gingen weiter in die Richtung und fanden die Blätter, die den Schlafplatz bildeten. In der Nähe war ein Platschen zu hören. Wieder gingen die Männer weiter und erreichten den Fluss. Dort sahen sie Katie auf dem Baumstamm stehen. Der Bär hatte offenbar die Männerstimmen gehört. Er wäre dann ins Wasser gesprungen und weggeschwommen. Es wurde damals gemutmaßt, dass es sich um eine Bärin handelte und dass Jäger vielleicht die Jungen dieser Bären erschossen hatten. Das Tier hätte daraufhin das kleine Mädchen adoptiert. Katie sagte, dass ihr nicht kalt war, da der große Hund ihr Gesicht ableckte und sie in den Armen hielt. Außerdem wäre sie auch nicht hungrig gewesen. Sie hätte nämlich Wintergrünbeeren gegessen und dieser große Hund ebenfalls. In dieser Version klingt es jedenfalls so, als wenn Katie und das Tier einfach Wintergrünbeeren gefunden und gegessen hätten. Und es klingt nicht so, als wenn Katie von einem Tier mit Früchten versorgt wurde. Tatsächlich kann man im Wikipedia-Artikel auch lesen, dass Beeren zu den Tieren gehören, die Wintergrün essen. Mrs. Dahn sagt auch, dass Katie die ganze Zeit dachte, sie wäre mit einem großen Hund zusammen. Und wenn das Mädchen gewusst hätte, dass es ein Bär gewesen wäre, dann hätte es sich wohl zu Tode gefürchtet. Ja, das ist die Version von Mrs. Dahn. Also zusammengefasst, Katie soll von einem Bären quasi fortgetragen worden sein. Sie hätte dann die Nacht bei ihm verbracht. Sie wusste nicht, was ein Bär war und hat ihn deswegen als Hund bezeichnet. Dieser Bär soll auch keine Früchte in seiner Pranke herangetragen und dem Mädchen überreicht haben, sondern die beiden hätten halt einfach Wintergrün gefunden und gegessen. Es gibt noch einen weiteren interessanten Artikel, und zwar aus dem Jahr 1941, also 73 Jahre nach dem Verschwinden von Katie. In diesem erzählt der Cousin von Henry Flynn, also Katies Vater, die Geschichte nochmal. Henry hätte seiner Tochter damals an der Mühle gesagt, dass sie nach Hause gehen sollte. Aber Katie spielte lieber im Sand. Dabei wäre sie von einem Bären gekidnappt worden. Dann hätten zwei Männer sie gefunden und noch gesehen, wie ein Bär im Wasser verschwand. Laut dem Cousin wäre Katie immer sehr schüchtern gewesen, wenn sie davon erzählen sollte. Sie hätte Angst gehabt, dass man ihr nicht glaubte. Sie sagte, der Bär hätte Beeren gesammelt, im englischen Original gathered. Die wichtigste Aussage in diesem Artikel ist aber folgende. Der Bär wäre auch für einige Zeit nach diesem Ereignis noch zur Hütte der Flynns gekommen. Vater Henry Flynn hätte Angst gehabt, dass sein Kind erneut weggeschleppt würde. Er heuerte deswegen einen Indianer an, das Haus zu bewachen. Und dieser Indianer soll den Bären schließlich erschossen haben. Ja, das sind so alle Infos. Was soll man jetzt von diesem Fall halten? Das Wichtigste ist wohl zunächst, dass niemand, der direkt an der Suche beteiligt war oder die Geschichte von Suchern erzählt bekam, etwas anderes als einen Bären in dieser Geschichte gesehen hatte. Der Cousin von Katies Vater hat in seiner Erzählung sogar eindeutig klargestellt, dass es ein Bär war und dieser letztlich sogar erschossen werden musste, weil er sich dem Haus der Flynns immer wieder näherte. Das Verhalten, wegen dem manche einen Bären hier ausschließen, ist das Sammeln von Bären und deren Transport in der Hand, in Anführungszeichen.
Und genau diese Aussage ist nicht bestätigt. Beziehungsweise sie wurde von einigen Menschen bestritten. Man könnte nun darüber diskutieren, inwieweit ein Bär so ein Verhalten, wie hier beschrieben, zeigen würde. Also ein Menschenkind entführen und dann umsorgen. Fakt ist, dass erst letztes Jahr, also 2019, ein ähnlicher Fall passierte. Der Fall Casey Hathaway. Auch den werde ich hier noch behandeln. Und auch dort soll ein Kind von einem Bären quasi umsorgt worden sein. Hier haben sich Experten geäußert und ganz klar gesagt, dass ein Bär sowas niemals tun würde. Ich selber habe auch versucht, für dieses Video einige Zoologen und Verhaltensforscher nach ihren Meinungen zu fragen. Aber leider hat mir niemand geantwortet. Also zusammengefasst, Zeitzeugen machen für das Verschwinden von Katie Flynn einen Bären und nichts anderes als einen Bären verantwortlich. Die Behauptung, dass dieser Bär in einer Pranke bzw. Hand wilde Früchte herangetragen hätte, lässt sich nicht bestätigen. Und sie ist womöglich erst durch ein Buch entstanden, das viele Jahre nach dem Vorfall erschien. Ich selber sehe keinen Grund, hier von etwas anderem als einem Bären auszugehen, auch wenn das Verhalten extrem ungewöhnlich wäre. Man könnte vielleicht auch spekulieren und sagen, es war etwas, das zumindest wie ein Bär aussah. Aber wie gesagt, für mich sprechen die Faktenlage und die Zeugenaussagen nicht dafür, dass der Bär vielleicht doch ein Bigfoot, ein Dogman oder ein Skinwalker war. Ich möchte aber trotzdem noch eine kleine Zusatzinfo bringen. Katie ist im Juni 1868 verschwunden. Und zwar im Ort Walhalla in der Nähe vom Lake Michigan. Zur gleichen Zeit soll sich nördlich davon auf einer Insel im Lake Michigan etwas abgespielt haben. Rund um den kleinen Manitou-See soll zu dieser Zeit mehrmals ein sogenannter wilder Mann gesichtet worden sein. Davon berichtet ein Artikel vom 17. Juli 1868. Eine Gruppe bewaffneter Männer hatte sich damals mit Hunden auf die Suche nach dem Wesen gemacht. Als sie es dann gefunden hatten, ist es auf einen Baum geflüchtet. Laut Beschreibung war dieser wilde Mann etwa 2,40 Meter groß. Die Männer waren sich da aber uneinig und manche schätzten ihn deutlich kleiner. Jedenfalls war er komplett mit dichtem Haar bedeckt. Dem Gesicht war ein gewisses Maß an Intelligenz zu entnehmen. Aber die Stirn war sehr hoch. Dieser wilde Mann gab auch einige Laute von sich, die von einem Zeugen interessanterweise als Sprache beschrieben wurden. Die Sprache soll den Lauten von Bären geähnelt haben. Als die Männer ihre Waffen auf das Wesen richteten, fletschte es die Zähne und kletterte noch höher. Irgendwann entschied die Gruppe sich dann, die Waffen beiseite zu legen und es mit einer friedlichen Annäherung zu probieren. Der wilde Mann sprang dann vom Baum hinunter. Sofort ging einer der Hunde auf ihn los. Daraufhin rannte das Wesen davon und als der Hund es einholte, drehte es sich um, packte den Hund und riss ihn wortwörtlich auseinander. Das Wesen sprang schließlich in den Lake Michigan und schwamm davon. Einige der Männer wollten die Verfolgung aufnehmen und rannten zu ihrem Boot. Aber die anderen hatten beobachtet, wie der wilde Mann im Wasser offenbar unfreiwillig unterging. Man ging also davon aus, dass er ertrunken ist. Wie gesagt, die Geschichte soll sich im selben Monat ereignet haben, in dem Katie Flynn verschwand. Die Distanz zwischen beiden Schauplätzen beträgt etwa 150 Kilometer. Aber beide liegen am Lake Michigan. Und wer sich nun fragt, was Bigfoot denn mit Wasser zu tun hat, den möchte ich hier auf ein anderes Video von mir verweisen. Das Monster von Lake Worth. Da geht es so ein bisschen um diese Verbindung. Okay, das war die Geschichte von Katie Flynn. Kommen wir zum nächsten Fall. Dabei geht es um die 2,5-jährige Tochter von Millard Davis. Sie ist verschwunden am 9. Mai 1888 in Boyceville in New York. Dieser Fall kommt direkt nach Katie Flynn, weil er so eine gewisse Ähnlichkeit aufweist. Leider ist er aber nicht so gut dokumentiert. Am Nachmittag des 9. Mai 1888 ist die kleine Tochter von Mr. Davis unter nicht näher genannten Umständen vom Grundstück der Familie verschwunden. Es gab eine große Suchaktion, aber man fand absolut keine Spur. Ein Tag später war dann ein Fischer in einer engen Schlucht unterwegs. Durch die Schlucht lief ein kleiner Bach und in dem Bach stand das Mädchen. Die Eltern waren natürlich überglücklich, dass ihre Tochter unbeschadet wieder auftauchte. Mr. Millard fragte sie dann, wo sie gewesen wäre. Seine Tochter antwortete, dass sie im Wald war und zwar mit einem großen Bären.
Tja, diese Geschichte wird zwar selbst von der Presse als mysteriös eingestuft, allerdings wurde auch gesagt, dass das Mädchen niemals lügen würde. Laut Presse hatten die Einwohner von Boysville damals eine eigene Theorie. Nämlich, dass das Mädchen von zu Hause einen Bären entdeckte und nicht wusste, was dieser war. Es wäre dann zu dem Tier gelaufen und dieses hätte, wie durch ein Wunder, das kleine Mädchen nicht angegriffen. Ja, mehr Informationen habe ich zu diesem Fall nicht gefunden. Ich finde ihn zwar sehr spannend, aber ich denke auch, dass die Faktenlage hier einfach zu unklar ist, als dass man eine Meinung abgeben könnte. Wir wissen noch einfach zu wenig vom Verhalten dieses angeblichen Bären. Also, auch wenn dieser Fall interessant ist, müssen wir es wohl leider dabei belassen. Kommen wir zum vierten Fall. Die zweijährige Ida May Curtis. Verschwunden am 4. Juli 1955. Im Kootenai National Forest in Libby im Bundesstaat Montana. Ja, auch dieser Fall zählt zu den bekanntesten überhaupt, wenn es um die mögliche Verbindung zwischen 411 und Kryptiden geht. Folgendes soll damals passiert sein. Familie Curtis machte mit einer befreundeten Familie einen Campingausflug. Gegen Mittag spielte die kleine Ida May mit ihrem Bruder und den anderen Kindern. Die beiden entfernten sich langsam vom Lager. Dabei bemerkte Ida May irgendetwas im Gebüsch. Sie konnte es aber nicht näher beschreiben. Kurz darauf kehrten die Kinder zurück und spielten in der Nähe der Zelte. Und als die Eltern hinzukamen, erklärten die Kinder, dass ein Bär in eines der Zelte ging, Ida May aus diesem hinausholte und dann mit dem Mädchen im Arm auf drei Beinen davonhopste. Er wäre schließlich im Wald verschwunden. In einiger Entfernung war der Großvater von Ida May. Genau zu der Zeit, als das Kind entführt sein sollte, sah er etwas Merkwürdiges. Er konnte beobachten, wie ein Bär einen Bach durchquerte. Das Tier trug irgendetwas bei sich. Der alte Mann wollte hinterherrennen, aber er war zu langsam. Die Eltern von Ida May suchten ihr Kind zwar, konnten es aber nirgendwo finden. Und schließlich holten sie Hilfe. Ungefähr 250 Männer suchten nach dem Kind. Die Mutter sagte aus, dass Ida May niemals von alleine weglaufen würde. Das wäre einfach nicht ihre Art. Die Suche dauerte noch gar nicht so lang. Dann setzte ein sehr starker Regen ein und ging schließlich in einen Schneesturm über. Trotzdem hatte die Suche glücklicherweise nach einem Tag Erfolg. Ida May wurde ungefähr 300 Meter vom Camp gefunden. Sie war unverletzt. Nach eigener Aussage wäre sie von Mutter Bär gefangen gehalten worden. Sie zeigte ihren Eltern auch die entsprechende Stelle. An dieser befand sich ein einfacher Schutz, gebaut aus Ästen und Resten von Holzabfall. In einem Zeitungsartikel war zu lesen, dass die Äste zu schwer gewesen waren, als dass Ida May sie hätte bewegen können. Im Klartext, dieser Schutz wurde nicht von ihr gebaut. Die bisherige Schilderung, die entspricht so in etwa der Falldarstellung, die Poleides in seinem Buch bringt. Und Poleides hat auch eine recht eindeutige Meinung zu diesem Fall. Er sagt, man könnte vielleicht die Aussagen anderer Kinder in Zweifel ziehen, die meinen, sie hätten gesehen, wie Ida May von einem Bären weggetragen wurde. Allerdings wäre die Aussage des Großvaters, der einen Bär zusammen mit irgendetwas durch den Bach rennen sah, glaubhaft. Es wäre zudem unerklärlich, wie Ida May die kalte, verschneite Nacht offenbar ohne jegliche Blessur überstehen konnte. Dieser Fall nahm aber noch eine recht überraschende Wendung. Und zwar sagte der Sheriff, Ray Frost, gegenüber der Presse, dass das Mädchen gar nicht von einem Bären gekidnappt worden wäre. Es wäre einfach selber in den Wald gelaufen. Er wüsste auch überhaupt nicht, wieso die Familie Curtis das weiterhin behaupten würde. Und er müsste wohl mal ein ernstes Wort mit ihr sprechen. Und genau das findet Poleides doch schon sehr merkwürdig. Er sagt, das Ganze würde so ein bisschen den Eindruck machen, als wenn hier irgendjemand nicht möchte, dass die Familie weiterhin über den Vorfall berichtet. Poleides sagt, er fände außerdem das Verhalten des angeblichen Bären äußerst merkwürdig. Normalerweise würden Bären nämlich nicht davonrennen, wenn sie von Menschen verfolgt oder in die Enge getrieben werden. Sie würden sich verteidigen. Außerdem scheint es nach Poleides unmöglich, dass ein Bär ein Kind unter einen Arm nimmt, dann auf drei Beinen davonrennt, einen Bach durchquert und das alles ohne das Kind fallen zu lassen oder zu verletzen. Dass der Bär das Kind dann gar nicht fressen wollte, sondern es in seinen Bau brachte und die Nacht überwärmte, wäre ohnehin absolut unerklärlich.
Nach Poleides wäre die alles entscheidende Frage, durch was das kleine Mädchen entführt wurde. Ja, wie gesagt, das ist so in etwa der Informationsgehalt, den man im Buch von Poleides findet. Ich habe da mal ein wenig recherchiert und mir angeschaut, was in den Zeitungen damals so berichtet wurde. Der Artikel, auf den sich Poleides hauptsächlich stützt, erschien am 5. Juli 1955, und zwar in dem Spokane Daily Chronicle. Darin steht, dass die Eltern doch vehement an der These festhalten, dass Ida May durch einen Bären entführt wurde. Auch wenn der Sheriff und alle anderen was anderes sagen. Offenbar hatte das Mädchen den Bären im Wald gesehen und wäre von diesem weggetragen worden. Später hätten der Großvater und der Vater des Mädchens einen Bären gesehen, der auf drei Beinen lief und irgendetwas mit sich trug. Die Eltern glaubten, dass das Ida May war. Das Mädchen hätte zuvor nämlich noch im Schlamm gespielt. Die Schuhe wären deswegen äußerst dreckig gewesen. Aber als es gefunden wurde, wären die Schuhe komplett sauber. Das soll passiert sein, als der Bär das Mädchen durch den Bach trug. Laut dem Artikel nannten die Eltern auch noch einen weiteren Umstand, weswegen sie nicht glaubten, dass Ida May alleine weglief. Wäre sie alleine zu ihrem Fundort gelaufen, hätte sie eigentlich voller Kratzer sein müssen. Außer man hätte sie getragen. Außerdem war ihre Kleidung überhaupt nicht nass, obwohl es zuvor ja regnete und schneite. Der Bär hätte sie dann die Nacht über gewärmt, denn sie zeigte weder Anzeichen einer Unterkühlung noch war sie erkältet. Ja, das ist der Artikel, auf den sich Poleides hauptsächlich stützt. Man sollte aber im Hinterkopf behalten, dass das alles die These der Eltern ist. Und Poleides schreibt in seinem Buch zwar, dass Ida May selber meinte, dass eine Bärenmutter sich um sie kümmerte, aber laut Artikel wäre das die Meinung der Eltern. Das Mädchen selber kommt nirgends zu Wort. Wir wissen nicht, was es den Eltern oder den Suchern gesagt hat. Und wir wissen auch nicht, ob es überhaupt schon sprechen konnte. Es gab aber noch weitere Berichte über diesen Vorfall. Noch bevor Ida May gefunden wurde, erschien ein Zeitungsartikel, der die Sache so darstellte. Die Mutter von Ida May machte gerade mit anderen ein Picknick. Da hätten die Kinder plötzlich geschrien, dass ein Bär aus einem der Zelte kam und auf drei Beinen davongehopst wäre. Daraufhin dann hätte Mrs. Curtis in das Zelt geschaut. Und da sie ihre Tochter Ida May sonst nirgends finden konnte, wäre sie davon ausgegangen, dass das Mädchen im Zelt war und vom Bär weggetragen wurde. Aber keines der Kinder hat gesehen, dass der Bär das Mädchen vortrug. Das war lediglich die Annahme der Mutter. Interessant ist aber auch ein weiterer Umstand. Laut diesem Artikel wurden in dem Zelt nämlich Blutspuren gefunden. Das hat Poleides zum Beispiel nicht erwähnt. Und später hieß es ja auch, dass das Mädchen ohne Verletzungen gefunden wurde. In allen anderen Artikeln, die publiziert wurden, nachdem Ida May gefunden wurde, wird diese Bärengeschichte aber angezweifelt. So heißt es zum Beispiel, dass das Mädchen nicht etwa entführt wurde, sondern weggelaufen wäre. Sie hätte dann die Nacht in einer Höhle verbracht. Dort wurde sie dann von den Suchern gefunden. In einem anderen Artikel heißt es, dass Mrs. Curtis zuvor einen Bären in der Nähe sah und dass unmittelbar vor Ida Mays Verschwinden zwei Bären gesehen wurden, von denen einer etwas in seiner linken Pranke umklammerte. Tja, aber all das hatte eben letztlich, laut Meinung des Sheriffs, doch nichts mit dem Verschwinden des Mädchens zu tun. Ida May wäre offenbar einfach davongelaufen. Und vielleicht hätte sie vorher beim Spielen einen Bären gesehen und wäre von diesem verängstigt worden. Im Endeffekt gäbe es aber keinen Indiz dafür, dass ein Bär beteiligt war. Schließlich hätte das Kind nicht mal Kratzer gehabt. Dafür wäre sie aber vom Regen völlig durchnässt gewesen. Was eben dafür sprach, dass sie doch dem Unwetter ausgesetzt war. Okay, also zusammenfassend kann man jetzt Folgendes über den Fall sagen. Ida May Curtis ist verschwunden und in der Nähe wurden Bären gesehen. Andere Kinder haben gesehen, dass ein Bär aus einem der Zelte lief. Und wieder andere Zeugen haben in der Nähe einen Bären gesehen, der irgendetwas in der Pranke hielt. Aber es wurde nicht gesehen, dass ein Bär das Mädchen aus dem Zelt holte und mit diesem davonlief. Und es wurde auch nicht bestätigt, dass genau dieser Bär von anderen Zeugen am Fluss gesehen wurde. Die Eltern sind aber der Meinung, dass Ida May neugierig in den Wald lief, weil sie dort etwas entdeckte. Und dass sie dann von einem Bären weggetragen wurde. Das Kind selber kommt nirgends zu Wort. Es ist nicht klar, ob es schon sprechen konnte und was es den Eltern gegebenenfalls erzählt hatte.
Es sind lediglich Spekulationen der Eltern bekannt. Es bleiben jedenfalls einige Fragen offen. Zunächst wurde ja geschrieben, dass im Zelt Blutspuren entdeckt wurden. Allerdings wird das in keinem der späteren Artikel aufgegriffen. Und Ida May wurde ja auch unverletzt gefunden. Aus meiner Sicht wäre es theoretisch denkbar, dass das Blut von dem Bären stammte, der aus dem Zelt kam. Vielleicht bewegte er sich auf drei Beinen fort, weil er verletzt war. Dann ist unklar, in welchem Zustand Ida May gefunden wurde. Einigkeit herrscht nur darüber, dass sie unverletzt war. Aber der Sheriff behauptete, dass die Kleidung völlig durchnässt war. Die Eltern sagten hingegen, dass die Kleidung überhaupt nicht nass war. Dann verändert sich, je nach Zeitung, der genaue Fundort. Manchmal heißt es, Ida May wurde auf dem Boden liegend gefunden, neben dem Lay Creek. Dann heißt es, sie hätte die Nacht in einer Höhle verbracht. Dort wäre sie dann von den Suchern gefunden worden. Manchmal soll sie in ungefähr einer Meile Entfernung zum Camp gefunden worden sein. Und manchmal nur 300 Yards entfernt. Rätselhaft ist vielleicht auch der Umstand, dass Ida May selber nur mit einem dünnen T-Shirt, einer kurzen Hose und Socken bekleidet war. Trotzdem hat sie die Kälte und den Schneeregen ohne irgendwelche Schäden überstanden. Inwieweit das möglich ist, oder zumindest wahrscheinlich, kann ich leider nicht beantworten. Ich selber finde den Fall jedenfalls recht undurchsichtig. Aber ich sehe auch keinen Grund, hier zwingend von einer Entführung durch ein Tier auszugehen. Nochmal, laut Zeitungsberichten hat niemand direkt gesehen, dass das Kind von einem Tier weggetragen wurde. Es wurde nur vermutet. Und selbst wenn hier ein Bär involviert gewesen wäre, hat zumindest keiner der Zeugen angedeutet, dass es etwas anderes als ein Bär wäre. Ja, so viel dann zum Fall Ida May Curtis. Kommen wir zum nächsten Fall. Der anderthalbjährige James Vaughn. Verschwunden am 20. August 1883 in Gentle Valley im Bundesstaat Idaho. Es war so gegen 10 Uhr morgens und Mrs. Vaughn machte gerade den Abwasch. Der kleine James spielte in der Nähe. Irgendwann bemerkte die Mutter, dass James nicht mehr zu sehen war. Sie rief einige Male seinen Namen, aber es kam keine Reaktion. Mrs. Vaughn geriet langsam in Panik. Sie bat zahlreiche Nachbarn um Hilfe. Mehr als ein Dutzend Personen suchten nun nach dem Kind. Einige der Nachbarn hatten dann die Idee, nach Bärenspuren zu suchen. Und tatsächlich fand man nachmittags die Spuren eines großen Bären. Die Männer folgten diesen Spuren einige Zeit und liefen dabei durch eine Schlucht. Irgendwann gelangten sie zu einem See, der passenderweise Bear Lake hieß. Es war aber bereits dunkel. Die Nachbarn markierten die Stelle, an der sie zuletzt noch Abdrücke des Bären gesehen hatten, und gingen für die Nacht nach Hause. Zu diesem Zeitpunkt waren sie sich sicher, dass James nicht mehr am Leben sein konnte. Bei Tagesanbruch setzten sie ihre Suche fort. Und nicht weit von der Stelle, an der sie die Suche abgebrochen hatten, fanden sie schließlich James. Der Junge war noch am Leben. Er war bis auf einige kleine Kratzer am Fuß sogar unverletzt. Lediglich seine Kleidung war zerrissen. Neben ihm war offenbar die Ruhestätte des Bären. Sie war sogar noch warm. Man ging davon aus, dass das Tier die herannahenden Männer hörte und dann geflohen war. Der Fundort lag in den Bergen. Um hierher zu gelangen, musste der Bär James knapp 6 Kilometer durch schwer zugängliches Gebiet und Büsche tragen. Und zwar ohne, dass der Junge dabei durch die Äste oder die Zähne des Bären schwerere Verletzungen davonträgt. Ja, das ist so in etwa die Geschichte, wie sie David Paulides wiedergibt. Seine Angaben decken sich auch ziemlich genau mit den Zeitungsartikeln. Dort steht über die Reaktion der Menschen damals, dass diese offenbar einfach sehr positiv überrascht waren, dass Bären hilflose Kinder beschützen würden. Wie lautet jetzt meine Meinung? Ich selber finde es sehr schwer, mir hier ein Urteil zu bilden. Erstmal ist der Bericht selber natürlich alt und auch wenig detailliert. Niemand hat den Bären selber gesehen. Es wurden nur Spuren und später auch die Ruhestätte des Tieres gefunden. Was mir so ein bisschen merkwürdig vorkommt, ist der Ablauf. Also, dass ein Kind verschwindet und Nachbarn offenbar direkt auf die Idee kommen, nach Bärenspuren zu suchen
Und als sie fündig werden, die ganze Suche ausschließlich auf diese Spuren fokussieren, ohne zu wissen, ob der Bär überhaupt irgendetwas mit dem verschwundenen Kind zu tun hat. Mir fällt es auch etwas schwer zu glauben, dass ein Kind mehrere Kilometer im Maul eines Bären herumgetragen wird, sich dabei durch Büsche bewegt und am Ende praktisch unverletzt ist. Ja, aber wie gesagt, es sind einfach für mich zu wenig Informationen vorhanden, um hier zu einem Urteil kommen zu können. Das wäre übrigens auch eine Frage, die ich sehr gerne einem Zoologen oder einem Bärenverhaltensforscher gestellt hätte. Also, ob es möglich ist, dass ein Bär ein Kind in seinem Maul trägt, ohne dass dem Kind dabei Verletzungen zugefügt werden. Wenn ihr vielleicht auf diesem Gebiet über Erkenntnisse verfügt, dann könnt ihr die sehr gerne hier in den Kommentaren mit anderen teilen. Okay, dann kommen wir zum sechsten Fall. Der 37-jährige Carl Herrick, verschwunden am 23. November 1943 in Townsend im Bundesstaat Vermont. An diesem Tag war Carl Herrick mit seinem Cousin Forrest Hirsche jagen. Die Gegend war sehr abgelegen und war bewachsen mit dichtem Wald. An einem Punkt teilten die beiden sich auf. Das war das letzte Mal, dass Carl gesehen wurde. Der Cousin verständigte das Law Enforcement, woraufhin eine große Suche begann. Bereits in der ersten Nacht kam es zu sehr starken Schneefällen. Nach 3 Tagen ohne Erfolg wurde dann eine Entdeckung gemacht. Henry, der Bruder des Vermissten, hatte ebenfalls mitgesucht. Er fand schließlich die Leiche von Carl Herrick. Carl lag auf dem Bauch, an den Händen und Armen einige kleine Kratzer. Bis zu diesem Zeitpunkt spielte ein Bär keine Rolle in der Geschichte. Das änderte sich nun aber aufgrund der Auffindesituation. In der Gegend wurden nämlich einige sehr große Bärenspuren gefunden. Etwa 20 Meter von Carl Herrick entfernt lehnte dessen Gewehr an einem Baum. Daneben eine Patronenhülse auf dem Boden. Bei der Obduktion wurde dann noch eine genaue Todesursache festgestellt. Und zwar war das Herz von einer Rippe durchbohrt. Der Gerichtsmediziner erklärte dann, dass Carl Herrick von einem Bären zu Tode gequetscht wurde. In der Theorie soll sich das Ganze so abgespielt haben. Als die beiden Männer sich getrennt hatten, soll Carl auf einen Bären gestoßen sein. Er habe dann auf diesen geschossen und wohl geglaubt, das Tier wäre dabei getötet worden. Dann hätte er sein Gewehr gegen einen Baum gelehnt und wäre zum Bären gelaufen. Dieser wäre aber nur verletzt gewesen und hätte den Mann dann angegriffen und getötet. Das sind so ungefähr die Informationen, die Polides zu diesem Fall nennt. Er macht auch ziemlich deutlich klar, dass er diesen vermeintlichen Hergang unsinnig findet. Zunächst sagt er, dass alle Jäger darauf trainiert wären, sich angeschossenen Tieren ausschließlich mit dem Gewehr in der Hand zu nähern. Man würde dann mit dem Lauf der Waffe das Auge des Tieres berühren und schauen, ob es noch blinzelt. Ein geübter Jäger hätte zuvor auch mehrmals auf das Tier geschossen. Er wäre ganz sicher gegangen, dass kein verwundeter Bär durch die Wildnis läuft. Dass Carl Herrick sein Gewehr nach nur einem Schuss einfach völlig achtlos zurückließ und dann 20 Meter zu den Bären gelaufen sein soll, kann Polides nur schwer glauben. Auch wie Carl getötet worden sein soll, findet Polides überhaupt nicht plausibel. Es wurden anscheinend keine Bissspuren gefunden, nur kleinere Kratzer. Bären würden aber einen Mann nicht einfach zu Tode quetschen, ohne dabei weitere Wunden zu hinterlassen. Ja, sehr viel mehr Informationen gibt es zu diesem Fall leider nicht. Auch hier ist meiner Meinung nach die Faktenlage einfach zu unklar, als dass ich eine detaillierte Einschätzung geben könnte. Wir wissen zum Beispiel nicht, ob Carl Herrick ein geübter Jäger war oder nicht. Und aus meiner Sicht wäre es theoretisch auch denkbar, dass Carl sich dem Bären näherte, sich dieser dann erst erhoben hat und schließlich auf den Mann fiel, zum Beispiel durch ein Gerangel. Fest steht jedenfalls, dass irgendeine Kraft auf Carl Herricks Brustkorb eingewirkt haben muss. Und fest steht auch, dass in der Umgebung Bärenspuren gefunden wurden. Für mich ist daher der Zusammenhang zwischen diesen beiden Umständen das naheliegendste. Okay, kommen wir zum nächsten Fall. Dabei geht es um die Geschwister Larry und Janet McGee, 7 und 5 Jahre alt. Mit dabei war auch noch ihr Freund Stephen Cross, der war damals 3 Jahre. Die 3 Kinder sind verschwunden am 7. Juni 1951. Und zwar im Santa Fe Ski Basin,
in den Sangre de Cristo Mountains in New Mexico. Dieser Fall nimmt so eine kleine Sonderrolle ein. Ich habe ihn nämlich nicht gefunden, als ich die Bücher gelesen hatte, sondern als ich ein Interview von David Paulides hörte. Am 17. März 2013 war er nämlich in der Sendung Coast to Coast AM zu hören. Er hatte von einem Vorfall erzählt, bei dem drei Kinder in New Mexico während eines Picknicks verschwunden sind. Und zwar geht es um die beiden Geschwister Larry und Janet McGee und Stephen Cross. In dem Interview hat Paulides die Namen nicht erwähnt. Aber ich füge sie hier trotzdem schon mal für euch hinzu. Also, was war passiert? Die Familien der Kinder wollten an diesem Tag in den Bergen picknicken. Die Eltern saßen beisammen und in einiger Entfernung spielten die Kinder. Es war so gegen Mittag. Da bemerken die McGees und die Familie Cross, dass sie die spielenden Kinder nicht mehr hörten. Sie haben dann für einige Stunden erfolglos gesucht. So etwa gegen 15 Uhr wurde dann die Polizei von New Mexico verständigt. In der Nacht wurden große Scheinwerfer am Berg aufgestellt. Man hoffte, dass die Kinder sich so orientieren könnten und zu den Suchern laufen würden. Allerdings brachte das keinen Erfolg. Am nächsten Tag waren in so etwa 5,5 Kilometern Entfernung ein paar Angehörige eines Air Force-Stützpunktes unterwegs. Ja, bis hierhin war die Geschichte noch relativ normal. Aber was Paulides dann in diesem Interview erzählte, das hat mich wirklich aufschrecken lassen. Die Soldaten hätten nämlich gesehen, wie aus einem Gebüsch ein Kinderkopf hervorlugte. Als die Männer dorthin gingen, hätte sich das Kind ängstlich weggeduckt. Wie sich dann herausgestellt hat, handelte es sich um die vermissten Kinder, Larry und Janet McGee und Stephen Cross. Einer der Soldaten fragte das Kind dann, wieso es sich ängstlich weggeduckt hatte und nicht herauskam. Darauf soll das Kind geantwortet haben, und ich zitiere jetzt David Paulides aus dem Radiointerview: "We thought you might have been the A-People again. We thought you might have been the A-People again." Übersetzt bedeutet das so viel wie: Wir dachten, ihr wärt vielleicht wieder diese Affenmenschen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Für mich persönlich ist der Interpretationsspielraum bei solch einer Aussage relativ gering. Wenn Kinder jemanden als Affenmenschen bezeichnen, dann wissen sie offenbar, was ein Affe ist und was ein Mensch. Und wenn sie dann etwas als Affenmenschen bezeichnen, dann ist das offenbar weder das eine noch das andere. Außerdem haben die Kinder ja gesagt, dass sie dachten, die Suchmannschaften wären wieder diese Affenmenschen. Und das legt nahe, dass sie vorher wohl auf diese Wesen trafen und vor ihnen weggelaufen sind. Ja, wie gesagt, als ich diese Äußerung von Paulides gehört hatte, da hat's mich doch so ein bisschen aus den Socken gehauen. Einfach, weil ich bis dato noch bei keinem einzigen Fall so deutlich das Gefühl hatte, dass hier ein Bigfoot involviert wäre. Nachdem ich also dieses Interview gehört hatte, habe ich mich erstmal an die Arbeit gemacht und das Buch gesucht, in dem Paulides diesen Fall beschreibt. Und das war gar nicht so leicht, denn im Radiogespräch wurde dieser Fall extrem verkürzt wiedergegeben. Und wie gesagt, auch ohne die Namen der Kinder zu nennen. Jedenfalls bin ich dann nach einiger Suche endlich fündig geworden. Im Buch Missing 411 Western beschreibt Paulides diesen Fall. Und zwar deutlich ausführlicher als bei dem Interview. Aber nicht nur das. Im Buch klingen nämlich ausgerechnet die wirklich interessanten Stellen ein bisschen anders. Da heißt es, dass die Soldaten der Air Force irgendwann an einigen Baumstämmen vorbeigingen. Und dann wären die Kinder hervorgekommen. Diese hätten gesagt, dass sie beim Spielen von einem Bären den Berg hinaufgejagt wurden. Sie hätten sich dann versteckt und später auch einige der Sucher gesehen. Sie wären aber nicht hervorgekommen, weil sie dachten, dass diese große Gorillas waren. Zitat: Big Gorillas. Also, das ist jetzt nur meine persönliche Ansicht. Aber ich finde, dass zwischen diesen beiden Beschreibungen Welten liegen. Ob Kinder jetzt Angst vor Affenmenschen hätten, die sie zuvor bereits sahen, oder ob sie aus irgendwelchen Gründen dachten, dass die Sucher Gorillas wären, klingt einfach völlig unterschiedlich. Vielleicht haben sie Sucher in der Dämmerung gesehen und die haben sich komisch bewegt oder hatten irgendeine Kleidung an, die die Kinder an Gorillas erinnerte. Aber nochmal, das ist nur meine persönliche Ansicht. Für mich haben diese unterschiedlichen Äußerungen jeweils einfach eine völlig andere Wirkung. Die Aussage, dass die Sucher für Gorillas gehalten wurden, klingt zwar auch ein wenig merkwürdig, aber nicht mehr so merkwürdig wie A-People, die die Kinder zuvor bereits verängstigt hatten.
Ich denke, dass Poleides bei diesem Fall und der Gorilla-Äußerung selber an Bigfoot dachte. Und dass diese Assoziation dann Einfluss darauf hatte, wie er diesen Fall bei Coast to Coast darstellt. Jedenfalls ist diese Geschichte ein gutes Beispiel dafür, wieso ich die vielen Radiointerviews von David Poleides nicht als Primärquelle für eine Falluntersuchung benutze. Irgendwann kommt es zu einem vermissten Fall. Über diesen Fall werden Zeitungsberichte geschrieben oder auch Akten angelegt. David Poleides wertet diese Dokumente dann aus und berichtet in seinen Büchern über die Fälle. Und dann gibt er Radiointerviews und berichtet über seine Bücher. Man hatte also so eine gewisse Ereigniskette. Und der Vorfall am Anfang der Kette und der am Ende, die können, und ich betone können, inhaltlich voneinander abweichen. Ich meine, wenn man 1500 Fälle recherchiert hat, dann ist es nachvollziehbar, dass man nicht jeden Fall auswendig im Kopf hat. Es ist also keine Kritik, sondern lediglich ein Hinweis darauf, dass man bei dem Thema 411 und einer ernsthaften Beschäftigung damit nach Möglichkeit immer die ursprünglichen Quellen sucht. Und damit meine ich einfach die Dokumente, auf die Poleides sich stützt und wie er diese in seinen Büchern auswertet. Ereignisse aus der Erinnerung wiederzugeben, birgt einfach ein gewisses Fehlerrisiko. Dieses stille Postprinzip kann man übrigens teilweise auch bei Forenbeiträgen sehr gut beobachten. Ich kann zum Beispiel verraten, dass ich in manchen Foren Falldarstellungen gelesen habe, die von der Darstellung in Poleides Buch sehr stark abwichen. Aber das nur als kleiner Hinweis von mir. Abschließend zum Fall McGee und Cross muss man wohl auch hier sagen, dass die Indizien einfach nicht aussagekräftig genug sind, als dass hinter dem Wort Gorilla vielleicht doch mehr stecken würde. Okay, dann kommen wir zum letzten Fall. Der nimmt eine Sonderstellung ein. Es geht um das Verschwinden von Casey Hathaway. Was ihn von den anderen Fällen unterscheidet, ist der Umstand, dass er im Januar 2019 passierte. Deswegen gibt es über ihn auch nicht nur einige vage Zeitungsartikel, sondern diverse Artikel, Nachrichtensendungen und so weiter. Die Informationslage ist also ein bisschen anders als bei Fällen, die zum Beispiel 150 Jahre alt sind. Ich weiß nicht, ob Poleides diesen Fall in seinem neuesten Buch behandelt, Missing 411 Canada, denn das besitze ich nicht. Und die anderen 8 Stück, die ich besitze, die sind davor erschienen. Aber zumindest erwähnt Poleides den Fall auf seiner Homepage. Deswegen kommt er auch hier im Video vor, auch wenn die anderen Fälle alle aus den Büchern stammen. Also, worum geht es bei diesem Fall? Im Januar 2019 ist der 3-jährige Casey Hathaway in North Carolina verschwunden. Er war zu Besuch bei seinen Großeltern und spielte mit seiner Schwester und seinem Cousin im Garten. Es war kurz vor 14 Uhr, als die Schwester und der Cousin zurück ins Haus kamen. Aber ohne Casey. Wie genau der Junge verschwunden ist und ob ihn jemand dabei beobachtet hat, dazu sind die Angaben unklar. Der Notruf, der bei der Polizei einging, wurde aber später veröffentlicht. Darin sagt der Großvater des Jungen, dass Casey in den Wäldern war und davonlief. Nun könnte man ihn nicht mehr finden. Auch der Sheriff sagte später, dass Casey in den Wald gelaufen wäre und die anderen Kinder ihn nicht daran hinderten. Das Verschwinden selber wurde also, wie gesagt, nicht beobachtet. Jedenfalls folgte dann eine sehr große Suchaktion. Mit dabei waren Hunde und auch Helikopter mit Wärmebildkamera. Allerdings wurde nichts gefunden. Der Sheriff sagte in einem Fernsehinterview, dass die Hunde keine Spuren aufnehmen konnten, weil bereits vor ihrem Eintreffen so viele Leute über das Gelände liefen und nach Casey suchten, dass dadurch mögliche Spuren auf dem Boden einfach zerstört wurden. Das Verschwinden hat jedenfalls schnell hohe Wellen geschlagen und es wurden einige Pressekonferenzen gegeben. In kürzester Zeit waren mehrere hundert freiwillige Helfer vor Ort. An der Suche beteiligten sich dann auch das FBI und US Marines. Der Sheriff sagte, es gebe keine Anzeichen für eine Entführung. Man könnte diese Möglichkeit zwar nicht zu 100% ausschließen, aber man gehe zum jetzigen Zeitpunkt von einem normalen Vermisstenfall aus. Das waren seine Worte. Eines der größten Probleme war, dass Casey für die Temperaturen im Januar nicht wirklich passend gekleidet war. Der Sheriff sagte, dass die Temperaturen teilweise auf bis zu minus 5 Grad fielen. Man hatte also Angst, dass Casey erfrieren könnte.
Dann kam noch eine weitere Schwierigkeit hinzu. Casey verschwand am Dienstag, den 22. Januar, so gegen Mittag. Am Donnerstag wurden die freiwilligen Helfer dann abgezogen, weil es sehr stark regnete und windete. Man konnte ihre Sicherheit deswegen nicht mehr garantieren. Das lag auch an der Umgebung. Die bestand nämlich nicht nur aus dichtem Wald, sondern auch aus einigen Sinkhöhlen. Die füllten sich jetzt langsam mit Regenwasser. Einige Stunden später, am Donnerstagabend, passierte dann etwas. Als der Regen weniger wurde, ging ein Anruf bei der Polizei ein. Eine Frau war zuvor mit ihrem Hund im Wald spazieren. Dabei hörte sie ein Kinderweinen. Nachdem dieser Anruf also eingegangen war, haben sich Mitglieder des Search and Rescue Service zu dieser Stelle begeben. Sie fanden dann, in einem Dornbusch gefangen, den kleinen Casey. Der Fundort lag nur wenige hundert Meter vom Haus der Hathaways entfernt und nur etwa 50 Meter hinter dem Waldanfang. Um den Jungen zu erreichen, mussten die Helfer durch hüfthohes Wasser gehen. Casey kam dann direkt am Donnerstagabend noch in ein Krankenhaus. Er wurde aber bereits am Wochenende wieder entlassen. Nun gibt es zwei Gründe, wieso dieser Fall in dem Video hier auftaucht. Der erste Grund ist eine Äußerung, die Casey im Krankenhaus seiner Mutter gegenüber gemacht haben soll. Er meinte nämlich, dass er die 2,5 Tage gar nicht alleine war. Er hätte Gesellschaft gehabt, und zwar von einem Bären. Der zweite Grund, weswegen dieser Fall einigen rätselhaft erscheint, ist der angebliche Gesundheitszustand von Casey, als er gefunden wurde. Der Junge soll nämlich in einer so guten Verfassung gewesen sein, die angesichts des Wetters absolut unerklärlich erschien. Und womöglich soll dieser Bär oder was auch immer es war, ihn in der Zeit gewärmt haben. Ja, das sind so die beiden zentralen Merkwürdigkeiten an diesem Fall. Wegen diesen glauben einige hier an das Eingreifen eines Bigfoots oder vielleicht eines anderen Kryptiden. Wir gucken uns diese Merkwürdigkeiten jetzt mal etwas genauer an und fangen mit Caseys Zustand an. Hierzu gab es teils sehr widersprüchliche Aussagen. Auf der Homepage von Polaris liest man zum Beispiel, dass der Sheriff bei einer Pressekonferenz gesagt haben soll, dass es keine Anzeichen dafür gebe, dass Casey während der Zeit seines Verschwindens ungeschützt in der Natur war. Allerdings konnte ich diese Aussage vom Sheriff nicht finden. Die ersten Presseberichte sprachen lediglich davon, dass Casey in guter Verfassung war. Er wäre unverletzt, aber unterkühlt gewesen. Außerdem hätte er einige kleine Schrammen gehabt. Und seine Kleidung wäre eben wegen des Regens auch völlig durchnässt gewesen. Tatsächlich gab es direkt nachdem man Casey gefunden hatte, eine Pressekonferenz. Darin haben sich der Sheriff und der Mann vom Search and Rescue Service, der Casey gefunden hatte, zu dem Zustand des Jungen geäußert. Demnach war Casey ansprechbar, aber unterkühlt und völlig durchnässt. Aber den Umständen entsprechend ging es ihm sehr gut. Jedenfalls wurde damit relativ früh klargestellt, dass Casey tatsächlich der Witterung ausgesetzt war. Es gab nämlich direkt zu Beginn die Spekulation, dass Casey vielleicht entführt und in einem Haus oder Auto festgehalten wurde. Aber nochmal ganz wichtig, die Aussage, dass es keine Anzeichen dafür gebe, dass Casey die ganze Zeit im Wald war, die ist so nicht gefallen. Der Sheriff sagte bei seiner ersten Pressekonferenz auch, dass Casey wohl die ganze Zeit in Kreisen umherlief und deswegen wohl nicht gefunden werden konnte. Er wäre außerdem unterkühlt und hätte an den Händen leichte Anzeichen von Erfrierungen gezeigt. Ich werde hier zwar aus rechtlichen Gründen keine Fotos von Casey zeigen, aber ihr findet in der Videobeschreibung auch einen Link zu einem Zeitungsartikel. Da sieht man dann Aufnahmen von Casey aus dem Krankenhaus. Dann vielleicht noch etwas zu dem Fundort. Wie gesagt, Casey wurde ja in einem Dornbusch gefunden und um zu ihm zu gelangen, mussten die Retter durch hüfthohes Wasser warten. Jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, wie Casey denn zu diesem Ort gelangen konnte. Leider gibt es dazu aber nicht wirklich Informationen. Also der Sheriff hat sich dazu geäußert und er hat gesagt, dass man das nicht wüsste und dass Casey nach seiner Rettung kaum gesprochen hätte. Casey hat dann aber im Krankenhaus etwas sehr Interessantes zu seiner Mutter gesagt. Und damit sind wir bei der zweiten Merkwürdigkeit, die Geschichte vom Bären. Einige Zeit, nachdem Casey gefunden wurde, hat sich die Tante auf Facebook zu Wort gemeldet.
Sie hat öffentlich geschrieben, dass Casey einen Schutzengel hatte. Sie meinte, er hätte einen Bären gesehen. Sie hat aber auch noch eine mögliche Erklärung mitgeliefert. Sie schrieb nämlich, dass die Lieblingsserie von Casey ein Cartoon namens Mascha und der Bär wäre. Tja, wie soll man das jetzt einordnen? Es scheint jedenfalls so zu sein, dass die Familie von Casey sehr gläubig ist. Es wurde auch immer wieder berichtet, dass sie in der Kirche beten war, bevor er gefunden wurde. Zu dieser Geschichte mit dem Bären schrieb die Tante lediglich, dass Gott ihm wohl einen Freund gesendet hätte. Also mein persönlicher Eindruck war jetzt nicht, dass die Hathaways hier tatsächlich von einem Kryptiden ausging, sondern sie haben das Ganze mehr im Rahmen ihres Glaubens interpretiert. Also, dass es vielleicht gar nicht so wichtig wäre, was passiert ist, sondern es nun einfach nur darum ginge, dass Casey es mit Gottes Hilfe nach Hause geschafft hat. Jedenfalls ist dieser Post der Tante mittlerweile auf Facebook nicht mehr zu finden. Das wundert mich jetzt aber auch nicht so sehr. Wahrscheinlich wurde die Familie einfach mit Anfragen überhäuft, was es mit diesem komischen Bären auf sich hätte. Der Sheriff hat sich im Nachhinein auch zu dieser Geschichte mit dem Bären geäußert. Er sagt dazu, er wisse nicht, ob die Story stimmt. Die Mutter von Casey hätte halt weitergeleitet, was sie von ihrem Kind erfahren hat. Ob damit jetzt ein realer Bär gemeint war, der Casey vielleicht wärmte, das wisse der Sheriff nicht. Er sagt, wenn Casey glaubt, einen Bären gesehen zu haben und ihm das irgendwie dabei geholfen hat, die 2,5 Tage alleine zu überleben, dann ist das eine niedliche Geschichte, die er als Sheriff gerne annimmt. Ihr könnt euch dieses Interview mit dem Sheriff auch selber anschauen. Also ich werde alles in der Videobeschreibung verlinken. Mein Eindruck ist zwar, dass der Sheriff diese Bärensache nicht glaubt, aber er sagt halt auch, dass Caseys Überleben ein Miracle wäre, also ein Wunder, und dass irgendetwas auf Casey geachtet hatte. Für mich klang das jedenfalls, wie auch bereits bei der Familie, eher religiös angehaucht. So nach dem Motto, der Junge hatte einen Schutzengel. Und es klang nicht so, als wenn Casey nach Ansicht des Sheriffs tatsächlich von einem unbekannten Lebewesen beschützt wurde. Es wurde auch gesagt, dass man ein forensisches Interview mit Casey planen würde. Weiter kam da aber nichts. Also es wurde nicht öffentlich gemacht, was genau bei diesem Interview dann gesagt wurde. Jetzt denken einige vielleicht, dass etwas vertuscht werden soll und Caseys eigene Worte nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollen, aber ich denke mir, es kann ebenso sein, dass man schlicht und ergreifend eine Kinderpsyche nicht vor der Öffentlichkeit ausbreiten möchte. Es ist ja nicht so, als wenn wir ein Anrecht darauf hätten, Einblick in die Seele des Kindes zu bekommen. Ja, das alles, was ich bisher gesagt habe, ist so ungefähr der Informationsstand zu diesem Fall. Es gibt jetzt sicherlich einige Fragen, die man hier stellen kann. Ich habe ja auch gesagt, dass das aus meiner Sicht der interessanteste Fall ist. Zum Beispiel könnte man sich fragen, wie wahrscheinlich es ist, dass mehrere hundert Sucher, manche Quellen sprachen von 600, und ein Helikopter mit Wärmebildkamera Casey einfach übersehen haben. Immerhin ist er ja nur wenige hundert Meter vom Haus entfernt wieder aufgetaucht. Der Sheriff sagte zwar, dass man davon ausging, dass Casey in Kreisen lief, aber so ein bisschen merkwürdig ist das trotzdem. Auch wenn ich das nicht als zwingend übernatürlich ansehen würde. Es könnte halt auch einfach ein sehr unglücklicher Zufall gewesen sein, dass Casey außer Sicht und Rufweite der Suchmannschaften war und auch vom Helikopter nicht entdeckt wurde. Ja, dann könnte man sich fragen, wie wahrscheinlich oder möglich es war, dass Casey die Temperaturen ohne Hilfe überleben konnte. Ich habe mir mal auf einer Internetseite für historische Wetterdaten das damalige Wetter dieser Region in North Carolina näher angeschaut. Am Dienstag, den 22. Januar 2019, ist Casey verschwunden. Und zwar so gegen Mittag. Die Tiefstwerte an diesem Tag betrugen 18 Grad Fahrenheit, also ungefähr minus 7, minus 8 Grad Celsius. Normalerweise wird die Tiefsttemperatur dann gemessen, wenn die Sonne am längsten untergegangen ist. Also in den frühen Morgenstunden, noch bevor die aufgehende Sonne die Umgebung wieder erwärmt. Casey ist nachmittags verschwunden, also als es vermutlich schon wieder etwas wärmer war. Aber die Tiefstwerte für den nächsten Tag lagen bei 28 Grad Fahrenheit. Das sind etwa minus 2 Grad Celsius.
Und dieser Kälte war Casey definitiv ausgesetzt. Die meisten werden ja schon wissen, ob man erfriert, hängt in erster Linie mit der Körpertemperatur zusammen. Die Frage ist also, ob Casey warm genug gekleidet war, sodass er auch minus 2 Grad aushalten konnte, ohne dass die Körpertemperatur lebensgefährlich runtergeht. Bekannt ist, dass er einen Mantel mit Reißverschluss trug. Dieser Reißverschluss war auch noch zugezogen, als man Casey fand. Aber wir wissen auch, dass der Sheriff meinte, dass diese Kleidung dem kalten Wetter eigentlich unangemessen war. Vermutlich war es daher nur ein leichter Mantel. Und, was man auch nicht vergessen sollte, Kinder bzw. kleine Menschen kühlen schneller aus. Es gab ja aber neben der Kälte noch ein weiteres Problem, nämlich den Regen. Und dazu auch noch sehr starken Wind. Und hier kann man wohl ziemlich sicher sagen, wenn es die ganze Zeit über Minusgrade gegeben hätte, dann hätte Casey mit seiner nassen Kleidung wohl weitaus schlechtere Überlebenschancen gehabt. Nun ist aber was ganz Interessantes passiert. Es hat nämlich angefangen zu regnen und es gab zugleich einen sehr starken Temperaturanstieg. Und das ist eigentlich eine recht spannende Konstellation. Einerseits hat der Regen dazu geführt, dass die freiwilligen Sucher nach Hause geschickt wurden. Denn für sie wurde es einfach zu gefährlich. Es gab also weitaus weniger Menschen im Waldgebiet. Gleichzeitig wurde es aber so warm, dass Casey trotz seiner nassen Kleidung noch überleben konnte. So, ich sage nicht, dass das Folgende jetzt meine Interpretation ist. Aber so ein bisschen spekulieren kann ja manchmal auch ganz spannend sein. Und womöglich sehen einige die Sache so. Irgendetwas wollte Casey zurückbringen, und zwar ohne dabei gesehen zu werden. Der Regen sollte mögliche Beobachter vertreiben. Der Temperaturanstieg sollte gleichzeitig verhindern, dass Casey erfriert, auch wenn es für ihn sicherlich trotzdem noch sehr kalt war. Wie gesagt, nicht meine Interpretation, aber trotzdem irgendwie mal ein ganz interessantes Gedankenspiel. Okay, bei der Frage, wer oder was den Jungen zurückbrachte oder ihm Gesellschaft leistete, sind wir bei der Geschichte mit dem Bären. Die Angabe, dass Caseys Lieblingscartoon Mascha und der Bär ist, das lässt vielleicht vermuten, dass die Psyche des Jungen ihm bei der Bewältigung einer Extremsituation half. Nämlich, indem sie aus einer positiven Erinnerung heraus einen Fantasiefreund schuf. Also, dieses Phänomen ist in der Psychologie sehr bekannt. Da gibt's auch sehr viel Literatur drüber. Die Frage ist nur, inwieweit die Fantasie realen körperlichen Schutz bieten kann. Also dafür, dass Casey Minusgraden ausgesetzt war, war sein Gesundheitszustand unfassbar gut. Und wir wissen auch nicht, wie lange er bereits durchnässt war. Wir wissen aber, dass die Sucher durch hüfthohes Wasser gehen mussten, um Casey zu erreichen. Das bedeutet, dass Casey vielleicht schon selber in dem Wasser war, bevor es regnete. Und er dementsprechend auch weitaus länger durchnässt war. Und nicht zu vergessen, es herrschten Windgeschwindigkeiten von 32 Meilen pro Stunde. Also, wenn die Kleidung dabei nass ist, dann fühlen sich auch 12 Grad deutlich kälter an. Vor allem, wenn man schon seit 2 Tagen draußen ist. Also, so ein wärmender Bär wäre da sicher nicht ganz nutzlos. Tja, wie sieht nun meine Meinung aus? Ob Casey sich diesen Bären eingebildet hat, das weiß ich nicht. Mich erinnert dieser Fall so ein bisschen an den Fall Haley Sager. Den habe ich im zweiten Teil der 411-Fallsammlung dargestellt. Und zwar ganz am Ende. Trotzdem nochmal für die, die den Fall nicht kennen. Haley Sager ging als kleines Mädchen beim Wandern verloren. Und zwar im Waldgebiet der Ozarks. Jedenfalls hatte Haley nachts plötzlich ein anderes Mädchen gesehen. Dieses fremde Mädchen leistete ihr Gesellschaft und half ihr beim Klettern über Felsen. Dieses Mädchen hatte auch eine Lampe dabei und damit leuchtete es den Weg zu dem Fluss, an dem Haley kurz darauf gefunden wurde. Damals war Haley noch ein kleines Mädchen, aber viele Jahre später, als sie über 20 Jahre alt war, hat sie das ganze Erlebnis nochmal bei einem Radiointerview erzählt. Dabei sagte sie, dass dieses fremde Mädchen seine äußerliche Erscheinung so ausgewählt hatte, dass Haley am wenigsten Angst bekäme. Also im Klartext, dass es sich um etwas Unbekanntes handelte, dass dieses Unbekannte kein kleines Mädchen war,
aber als solches erschienen ist. Wenn wir jetzt einfach mal so als Gedankenspiel annehmen, dass auch Casey Hilfe von einer unbekannten Intelligenz erhielt und auch diese Intelligenz, wie im Fall Haley Sager, eine beruhigende Erscheinung gewählt hat, dann wirkt die Information, dass Caseys Lieblingsserie Mascha und der Bär ist, gleich ein wenig anders. Aber wie gesagt, das sind nur Gedankenspiele. Ich selber weiß auch nicht, was ich von diesem Fall halten soll. Ich finde ihn aber definitiv am faszinierendsten von allen, die ich hier vorgestellt habe. Einfach weil die Informationslage viel besser ist als bei den Fällen, die vielleicht 150 Jahre her sind und zu denen es nur einzelne Zeitungsartikel gibt. Im Fall Casey haben wir Pressekonferenzen, Zeitungsartikel, Zeugenaussagen, Fotos der Beteiligten. Wir wissen also ganz sicher, dass etwas passiert ist. Wir wissen nur nicht genau, wie es passiert ist. Zu der Sache mit den Bären gab es leider auch keine weiteren Angaben mehr. Also weder Casey noch andere aus der Familie haben sich danach nochmal öffentlich geäußert. Deshalb muss man letztlich festhalten, dass alle Erklärungsansätze, die den Vorfall im paranormalen Bereich verorten, selber auch nur Spekulationen sind. Ganz klar. Trotzdem wiederhole ich mich nochmal, für mich ist der Fall Casey Hathaway der spannendste von allen hier. Und wer meint, dass hier doch ein Bigfoot oder ein Kryptid mitgewirkt hätte, für den habe ich noch eine kleine Zusatzgeschichte. Die Gegend, in der Casey verschwunden ist, hat nämlich eine ganz interessante Historie. Knapp 150 Jahre zuvor soll da nämlich ein unbekanntes Lebewesen gesichtet worden sein. Und zwar bei dem sogenannten Kid Swamp. Kid Swamp liegt etwa 10 Kilometer vom Grundstück der Hathaways. Am 26. August 1875 erschien ein Zeitungsartikel, der folgende Geschichte enthielt. Damals wurde über einen längeren Zeitraum hinweg in dieser Gegend ein seltsames Tier gesichtet. Es war häufig bei einbrechender Dunkelheit zu sehen. Dann stand es am Rand des Waldes. Das Gesicht soll eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Makakenaffen gehabt haben. Mit einem hellen Bart oder einer Mähne. Der Körper sollte eher an einen Pavian erinnern. Das Merkwürdige war aber, dass die Beine von Knie abwärts exakt wie die eines Menschen aussahen. Es soll zwar nicht sehr groß gewesen sein, nur etwa 1,50 Meter, aber dafür einen sehr breiten Brustkorb gehabt haben. Laut einem Zeugen namens Asa Grandy sollte dieses Wesen seit einigen Wochen versucht haben, Hühner und Gemüse aus Gärten zu stehlen. Eines Morgens war Grandy gerade mit Feldarbeit beschäftigt. Seine 5-jährige Tochter spielte mit einem Nachbarskind in einem Kornspeicher. Irgendwann bellten die Hunde und die Kinder begannen zu schreien. Grandy rannte sofort zum Speicher und sah zu seinem Entsetzen, wie das fremdartige Wesen unter jedem Arm eines der Kinder trug. Es versuchte in den Wald zu laufen, wurde von Grandys plötzlichen Auftauchen aber so erschreckt, dass es hinfiel und die Kinder losließ. Anschließend ist es mit einer unglaublichen Geschwindigkeit in den Wald gerannt. Man suchte meilenweit nach dem Wesen, hatte aber keinen Erfolg. Zumindest vorerst. Knapp 2 Wochen später war nämlich in mehreren Zeitungen zu lesen, dass man das Wesen getötet hatte. Das Ganze soll so passiert sein. Einige Männer konnten beobachten, wie diese Kreatur einem kleinen Jungen am Waldrand auflauerte. Das Kind war gerade dabei, Beeren zu sammeln, was ja für den einen oder anderen vielleicht eine ganz interessante Info ist. Also, wer es nicht weiß, Poleides sagt häufig, dass er eine Verbindung zwischen vermissten Fällen und Bärenpflücken sehe. Jedenfalls ist dieses Wesen dann auf das Kind zugegangen und kurz bevor es zuschnappte, haben die Männer geschossen. Das Wesen ist dann verletzt in den Wald gerannt und wurde von den Schützen verfolgt. Nach 2 Stunden sind die Männer dann an eine Stelle gelangt, die so dicht mit Sträuchern bewachsen war, dass man ohne Axt nicht mehr weiterkam. Aber dann haben sie eine kleine Öffnung entdeckt und an dieser war Blut. Also kroch einer der Männer mit seinem Gewehr hinein. An einer Stelle war der Tunnel durch ein Brett blockiert, das das Wesen offenbar bewusst dort platziert hatte. Der Mann entfernte also das Brett, bewegte sich noch etwas weiter und stieß dann auf das Wesen. Als dieses dann angreifen wollte, wurde es erschossen. Später wurde es dann gehäutet und das Fell dann angeblich von mehreren hundert Menschen im Ort bestaunt.
Anschließend sollte es der Kapitän eines Schiffs nach Baltimore bringen. Eigentlich sollte dieses Wesen dort ausgestopft werden. Allerdings hat sich die Spur unterwegs leider verloren. Ja, das ist die Geschichte. Heute wird dieses Wesen manchmal als Kid Swamp Monster bezeichnet. Leider findet man aber keine weiteren Infos. Und das, obwohl das Ganze zur damaligen Zeit auch überregional für eine Sensation gesorgt haben soll. Ja, wie gesagt, das Ganze passierte 144 Jahre vor dem Fall Casey Hathaway. Nur wenige Meilen vom heutigen Grundstück der Familie. Also, wenn man den Zeitungen Glauben schenken darf, dann besitzt diese Gegend eine recht interessante Historie. Auch wenn wir natürlich nicht wissen, ob diese Geschichte tatsächlich passiert ist. Und wenn sie passiert ist, um was für ein Lebewesen es sich handelte. Eine spitze Schnauze entspricht zwar nicht den gängigen Bigfoot-Sichtungen, aber andererseits soll die Kreatur ja auch menschliche Beine gehabt haben. Und wer weiß, vielleicht würde ein kleines Kind solch ein Lebewesen ja als Bär beschreiben. Interessant ist die Geschichte allemal. Und da es hier um ein unbekanntes Tier ging, das Kinder entführen wollte, und da diese Geschichte nah am Schauplatz von Caseys Verschwinden passierte, habe ich sie hier einfach mal beigefügt. In der Videobeschreibung findet ihr auch noch ein paar Links zum Kid Swamp Monster. Ja, abschließend kann man wohl festhalten, dass es eigentlich keinen Grund gibt zu glauben, dass Bigfoot irgendetwas mit dem Missing 411 Phänomen zu tun haben könnte. Zumindest nicht als grundsätzliche Erklärung für alle Fälle. Aber das heißt nicht, dass man einen Umkehrschluss daraus ziehen könnte und das Thema Bigfoot per se nichts mit vermissten Menschen zu tun hätte. In der Folklore vieler indigener Stämme Nordamerikas hat dieses Wesen jedenfalls eine sehr ambivalente Rolle. Es wird verehrt und gleichzeitig gefürchtet. Das wäre dann aber mal ein Thema für ein eigenes Video. Und damit ist dieses hier beendet.